Wir sind auf dem Zwerg an der Oderstraße für einen Euro-Kebab. An der Straße will ich einfach nicht auf der Länge raus. Weil ich glaube auch nicht, was die Kollegen so spielen können. Und da habe ich dann von ganz früh angefangen schon mit Molen. Weil dann von das einzige war, weil ich da so richtig merken konnte. Das war noch kein Graffiti, gell? Das war einfach nichts Richtiges. Aber das war so genre ein Wasser-P und ein Feuer-P. Das tut mir da Spaß gemacht. Späterhin sind wir dann auf die Länge geplant, okay, du warst schon ein bisschen mehr ruhig und du tust dich dann auch raus. Es hat nicht lange gedauert und dann war ich mit den Kollegen auf der Schmelz. Und du warst fasziniert. Schon die ersten Graffitis auf der Mauer gesehen und schon mal gesagt, wow, das ist es. Das ist das, was ich am Anfang machen will. Genau so. Habe ich uns schon von früher ein bisschen dran gemalt. Okay, das ist ganz farbig. Mittlerweile hat es ein bisschen geändert, gell? Aber ja, heute war ich noch Ananas Gang. Immer präpariert habe ich an seinem Sketchbook. Hat ich dann 2, 3, 4 Lehre von den Sachen, die ich dann später hin vor der Mauer mal. War auch relax. Dann schön Zeit hin. Das habe ich erinnern. Das ist das witzig. Hey, 4 des 5 bis gleich am Morgen. Aber ja, hallo, später hin mal so Stifter gemalt. Probiert Details zu machen, dann Sachen zu malen. Eins auch die Fuleiert. Mit der Zeit sind immer Männer vorhanden ans Spiel kommen. Mittlerweile, also etwas Krasses an meinem Leben geschehen, ist schon mal einfach ein bisschen. Also, wieso Leute lehren und vorher schmalen, wenn alles nicht vorher ist oder wenn man es nicht so filmen. Wieso nicht das den Leuten gehen vorrecht? Weil ihr das schwarz und weiß den Tod an das Leben mit vielen Formen, freier Energie. Okay, 369 von Nikola Tesla inspiriert mich mega. Und dann habe ich so dann einen anderen Weg geschlagen. Männer Schriften, Männer Farben, überhaupt keine Farben. Just noch schwarz und weiß und was da zwischen liegt. Davon probiere ich mega oft, was da rekuperierte Sachen zu schaffen. Das heißt, kaufen ist gut und so, wir haben so viel und wir können so viel machen, wieso soll man dann all das, wo das genau kaufen, was passt, kann man probieren, das wird man so passend zu machen. Ich wollte nicht am Anfang heimat den Anblick hin an mein Kunstleben, so wie ich sage, wir sind im Schweiz und Weiß, an der Null und an der End. Ihr könnt aber noch ein zweites Video, beim Living Life bleibt gespannt.